Hallo, heute machen wir Pasta Salsicce. Dafür benötigen wir Salsicce, Linsen, Tomaten, Zwiebel, Salz, Pfeffer, Fenchelsaat, Orichette oder andere Nudeln, Parmesan, Olivenöl und Weißwein. Und los geht's! So, jetzt fangen wir an, die Zwiebeln zu schneiden. Dafür mache ich erst beide Enden ab. Anschließend halbiere ich sie. Jetzt pelle ich sie. So, und jetzt schneiden wir die Zwiebeln in feine Streifen. Jetzt bereite ich die Salsicce vor, dafür schneide ich sie ein und pelle sie. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Öl in den Topf und schwitzen die Zwiebeln ab. So, dabei wenig umrühren, da wir sonst zu großen Hitzeverlust haben und die Zwiebeln sonst nicht richtig eingeschwitzt werden. Sobald die Zwiebeln etwas Farbe bekommen haben, nehmen wir noch etwas Olivenöl und braten die Salsicce mit an. Die Salsicce muss glatt gedrückt werden, so dass es bröselig, ein bisschen wie Hack aussieht. Wenn die Salsicce angebraten ist, löschen wir das Ganze mit Weißwein ab. Wenn der Weißwein vollständig verdampft ist, nehmen wir die Linsen, packen sie in den Topf und füllen das Ganze mit dem Wasser auf. Jetzt lassen wir es alles kochen, bis die Linsen weich gekocht sind und das Wasser vollständig aufgesaugt haben. Wenn zu wenig Wasser im Topf war, würde ich nochmal etwas nachfüllen. In der Zeit, wo die Linsen kochen, halbieren wir uns jetzt unsere Tomaten. Jetzt reiben wir uns den Parmesan, das könnt ihr entscheiden, wie viel ihr zum Schluss drüber streuen wollt, einfach nach Gefühl rein. Sind sie jetzt weich gekocht, jetzt tun wir die ganze Salsicce in die Pfanne. Das erhitzen wir jetzt und tun die fertig gekochten Nudeln dazu. Zum Schluss kommt noch etwas Tomaten in die Soße.